Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu House of Iron 4. Wir schauen uns heute mal die Naval Invasions und die Air Invasions an, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Beides ist eigentlich relativ ähnlich, relativ simpel. Ich erkläre euch in dem Video, wie ihr diese Naval Invasions und Paratrooper Invasions besten umsetzt, was ihr dafür braucht und wie das am besten funktioniert. Ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefällt, dürft ihr gerne eine Bewertung dalassen. Natürlich auch gerne ein Abo für mehr Tutorials, interessante Videos aus dem Hause Paradox. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Für Fragen auch immer gerne in die Kommentare schauen. Wir beginnen mit den Luftinvasionen als erstes, quasi das Nutzen von Paratroopern, um hinter den feindlichen Linien zu landen und zum Beispiel die Siegpunkte alle zu besetzen. Dafür braucht ihr als allererstes die Forschung aus dem Hause Infanterie und zwar die Fallschirmjäger. Die Fallschirmjäger sorgen dann quasi dafür, dass ihr hinter den feindlichen Linien landen könnt und auch nur die sind in der Lage, hinter feindlichen Linien zu landen. In Kombination am besten noch mit den Spezialeinheiten, da gehe ich persönlich über den oberen Tree entlang. Ihr könnt immer nur eine von beiden wählen. Der Grund, dass ich jetzt beides habe, ist durch den wunderschönen Cheat Research All, eben hier zu Vorführungszwecken für dieses Tutorial. Aber ihr könnt normalerweise nur eine dieser beiden Wege nehmen. Ich persönlich nehme immer den oberen. Aber man kann auch den unteren nehmen, rein theoretisch. Aber meiner Meinung nach nicht ganz so nützlich. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, geht ihr auf Rekrutieren und Einsetzen. Habt ihr hier normalerweise bereits die Fallschirmjäger-Vorlage automatisch drin, sobald ihr die Fallschirmjäger erforscht habt. Dann gibt es hier jetzt verschiedene Taktiken, was ihr machen könnt. Ich habe hier schon mal eine zusammengestellt gehabt. Mit der 10er Gefechtsbreite, ihr habt ja ein gewisses Limit. Dieses Limit ist 5% eurer Divisionen im Feld, die ihr nutzen könnt als Spezialeinheiten. Also quasi, wir könnten nicht unbegrenzt viele Paratrooper spawnen. Das geht nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz der Truppen, die ihr bereits im Feld habt, der normalen Infanterie. Was ich euch hier empfehle, ist entweder, ihr geht auf einer Divisions, also ihr nehmt quasi immer nur einen Fallschirmjäger. Oder habt dann zweier Divisions in dem Fall. Also einmal die Taktik mit Gefechtsbreite 2 und versucht dann quasi einfach nur wirklich auf Victory Points zu gehen. Einfach 24, 48 Fallschirmjäger versuchen überall die Victory Points zu erobern. Die KI verteidigt die meistens nicht, vor allem wenn ihr sie angreift an der Front. Andere Taktik, die auch gerne genutzt wird, ist einfach das systematische Erobern von wichtigen Gebieten und Einkesseln feindlicher Einheiten. Dafür braucht ihr dann stärkere Divisions, werden dann in dem Fall 10er Divisions, maximal 20er. 20 ist fast zu groß und dann könnt ihr nicht viele Divisionen ausbilden. Also 6 10er Gefechtsbreite. Oder halt, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich habe jetzt schon eh so viele Truppen im Feld, ich kann massiv Divisionen spammen, dann könnt ihr auch auf 20er gehen. Die sind natürlich relativ stark. Und würdet ihr dann quasi zum Beispiel einsetzen, hier zum Beispiel bei Paris überall zu landen und dann hier zum Beispiel die Truppen einzukesseln oder bestimmte Knotenpunkte zu erobern. Wir nehmen jetzt hier einfach mal für den Fall die 10er Divisions. Die Unterstützung könnt ihr komplett vollballern, das ist egal. Da könnt ihr einfach reinhauen, was ihr so habt. Praktisch sind da Pioniere für Verteidigung. Logistik-Company, weil ihr meistens keine Versorgung bekommt. Artillerie und Unterstützungspanzerabwehr logischerweise braucht ihr auch. Und natürlich die Kavallerie-Aufklärungsabteilung erhöht nochmal Verteidigung, aber auch den weichen Angriff und die Aufklärung. Also das ist hier eigentlich relativ nice, was ich hier reingeballert habe. Ansonsten eben die Fallschirmjäger, wie ihr die persönlich möchtet. Was ihr dann quasi macht, ihr rekrutiert die Boys. Wir haben jetzt aktuell keine Truppen im Feld, deswegen müssen wir jetzt erstmal normale Truppen rekrutieren. Was ihr außerdem noch braucht, sind Transportflugzeuge. Die könnt ihr automatisch bauen. Diese Transportflugzeuge sind dann dafür da, eure Paratrooper auch ans Ziel zu bringen. Außerdem braucht ihr für Paratrooper natürlich auch Luftüberlegenheit. Die bekommt ihr ganz einfach, indem ihr über die jeweiligen Luftregionen die Flugzeuge zuweist. Was ich euch persönlich empfehle, dass ihr da dafür sorgt, dass ihr gleich am Anfang wirklich massive Luftüberlegenheit bekommt. Die Reichweite eurer Flugzeuge sollte natürlich passen, wenn die Flugzeuge zu weit hinten stationiert sind, kommen sie nicht an die benötigte Effizienz, um da auch diese Gebiete effizient zu erobern oder belagern oder zu bombardieren. Was außerdem auch eine Sache ist, ihr habt am Anfang immer Luftüberlegenheit. Das heißt, wenn ihr das Ganze taktisch klug setzt, wir haben jetzt hier zum Beispiel unsere Paratrooper, sind schon fertig zugeteilt. Was wir jetzt hier machen werden, wir teilen jetzt hier unsere Transportflugzeuge zu, 100 reichen, hier rein theoretisch reichen auch 50. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Flugzeuge. Schicken wir dann ein paar woanders hin. Immer noch zu viel Flugzeuge. Geht ihr mal dort unten hin. Da haben wir jetzt zum Glück auch noch überall ein bisschen Platz. Ne? Wo hier unten? Da haben wir noch Platz. Ne, da. Das ist französisches Territorium. So, nachdem ihr das alles gemacht habt, müsst ihr natürlich noch euren Fliegern die Luftüberlegenheit zuweisen. Ihr könnt auch natürlich Abfangen mitmachen, strategische Bombardierung, Luftnahunterstützung, Marineangriff, Hafenangriff. Könnt zum Beispiel auch Minen legen oder Minenräumung noch eingeben. Könnt ihr einmal alles machen.
habt ihr eure Flugzeuge auf alle Fälle in Auftrag gegeben. Das Wichtigste ist aber die Luftüberlegenheit. Der Grund, warum ihr am Anfang einer Aktion eines Krieges, ihr klärt quasi jetzt dann nachher, wir werden das nachher machen, wir rechtfertigen jetzt hier erstmal ein Kriegsziel. Und sobald wir dann den Niederlanden den Krieg erklären, haben wir automatisch Luftüberlegenheit. Das hängt damit zusammen, dass man im Spiel, wenn wir jetzt hier gegen die KI spielen, die KI erstmal keine Flugzeuge zugewiesen hat über ihren eigenen Provinzen. Das machen die erst dann, wenn quasi die Kriegserklärung raus ist. Es dauert dann einen Ingame-Tag meistens und dann habt ihr in diesem einen Ingame-Tag eine Zeitspanne Zeit bereits zu landen. Im Multiplayer funktioniert das in der Regel auch, wenn ihr schnell genug seid oder wenn ihr den Gegner da erwischt, wo er es nicht erwartet. Und was ihr jetzt machen wollt ist, ihr wählt quasi eure 24, also in dem Fall meine 24 Paratrooper Divisions aus. Könnt ihr die nochmal kurz trainieren lassen, das dauert dann eine Weile, bis die dann auf Maximalstufe sind, wenn ihr genug Zeit habt. Und das geht normalerweise natürlich auch nicht so schnell. So, wenn ihr das gemacht habt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr wartet noch, bis die Organisation voll ist, was wir jetzt hier auch kurz machen, das dauert nicht zu lange. So, Organisation passt. Dann wählt ihr jetzt diesen Befehl aus, Fallschirmjäger. Geht nur mit den Paratroopern. Und dann seht ihr jetzt hier überall gelbe Striche. Das ist da, wo ihr es nicht machen könnt, weil ihr da keine Transportflugzeuge habt. Ihr könnt nur den Flughafen auswählen, wo eure Transportflugzeuge sind. Da macht dann Linksklick drauf und macht dann quasi einen Rechtsklick auf die Provinz, wo ihr landen wollt. So, aber das wäre natürlich zu dumm, weil da würden jetzt natürlich alle Einheiten auf einen Schlag dort landen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten, dass quasi möglichst viel von der Niederlande in unserem Besitz fällt. Deswegen wählen wir jetzt einfach, zum Beispiel haben 24, dass wir könnten 6 mal landen mit 6 mal 4 zum Beispiel. Oder wir landen mit 8 mal, mit 12 mal 2. Oder wir nehmen einfach 24 einzelne. Das macht ihr ganz einfach so, indem ihr dann jeweils die Division auswählt. Merkt euch natürlich welche. Wir wählen jetzt schon 36 bis 33 aus. Klickt auf Fallschirmjäger, Linksklick auf den Flughafen. Und dann machen wir einen Rechtsklick auf Amsterdam. So, dann wählen wir die nächsten 4 aus. 1, 2, 3, 4. Klicken dann wieder auf das Symbol drauf. Linksklick und dann Rechtsklick auf den nächsten. Dann wählen wir die nächsten 4 aus. Das einzige Problem ist, man muss das immer hier nochmal kurz neu auswählen und nicht auf den Flughafen klicken, weil sonst resettet sich das wieder. Dann müsst ihr wieder das neu auswählen. So, wir haben jetzt die 4, dann hatten wir die 4. Jetzt brauchen wir dann die 4 als nächstes. 28 bis 25. So, so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr fertig seid. Hübsch, oder? Was wir natürlich nebenbei noch machen, bevor wir so einen Krieg erklären, erstmal hier einen General zuweisen. Können wir dann schon mal die niederländische Front hier mitmachen. Natürlich, so eine Armee ist mit 24 Einheiten immer am effizientesten. Natürlich auch immer einem Feldmarschall unterstellen. Die hat man als das Deutsche Reich immer automatisch. Das System ist hier relativ einfach. Ihr habt immer einen Feldmarschall, quasi der Boy kann bis zu 5 Armeen befehligen. Er ist quasi der Oberbefehlshaber. Er hat dann quasi einen Unterbefehlshaber. Und dieser Unterbefehlshaber führt dann 24 Divisionen an, kann bis auf 30 Divisionen hochgehen. Je nachdem, welche Fertigkeiten der Kollege hat mit Waking the Tiger. Er kann bis zu 7 Armeen anführen, je nachdem, welche Fertigkeiten er freischaltet im Laufe des Spiels mit Waking the Tiger. Ich weiß gar nicht, ob das Vanilla auch funktioniert. Aber alles in allem ist es wichtig hier immer 24, 24, nicht mehr, wenn ihr drüber geht, habt ihr Mali auf die Kampfwerte, das wollt ihr nicht, hier das gleiche, nicht drüber gehen, dann habt ihr Mali auf die Werte der Untergebenen, das wollt ihr beides nicht, ihr wollt aber auch immer dieses Konstrukt haben, weil das einfach Boni bringt, offensiv, defensiv, Planungsgeschwindigkeit und Nachschubbedarf. Aber da gehe ich nochmal ein extra Video drauf ein, gebt ihr Hände, Kappe geht immer in extra Videos drauf ein. So, es ist alles gesetzt quasi. Was wir hier machen, wir werden aber nicht direkt eine Offensive aus. So. Jetzt sehen wir, es ist alles gesetzt. Luftüberlegenheit wird höchstwahrscheinlich uns gehören. Ihr braucht mindestens 70% Luftüberlegenheit. Umso höher die Luftüberlegenheit ist, desto weniger Verschleiß und Verluste erleiden eure Fallschirmjäger während dieser Offensive. Habt ihr zu wenig Luftüberlegenheit und es gibt Luftkämpfe, kann es passieren, dass eure Fallschirmjäger ein bisschen abgeballert werden. So. Jetzt macht ihr folgendes. Ihr wählt hier bereits eure Fallschirmjäger aus und lasst dann das Ganze hier mit diesem Klick den Plan ausführen quasi, also in dem Fall die Naval Invasions. So, und dann seht ihr hier diese kleinen Strichchen, die gehen dann vom Flughafen zum Ziel. Das heißt, das erwartet jetzt quasi nur noch drauf, dass wir den Krieg erklären. Das machen wir jetzt dann auch mal, wir erklären den Krieg. Könnte dann zum Beispiel auch schon sein, dass jetzt hier dann in dem Fall die Alliierten mit beitreten. Das ist ja also natürlich recht, dann kann ich gleich den nächsten Schritt machen. So, was jetzt passiert? Die sind unterwegs, verlieren gleich ein bisschen Organisation, weil sie natürlich in das Flugzeug jumpen. Unsere Flugzeuge machen sich jetzt auch gleich auf den Weg normalerweise. Jetzt haben wir grün. Jetzt sind unsere Fallschirmjäger unterwegs, werden jetzt gerade ausgesendet. Amsterdam ist schon gefallen. Jetzt ist Utrecht die neue Hauptstadt. Da könnte man dann zum Beispiel auch gleich hierher gehen. Weiter angreifen. Die Niederlande versuchen jetzt natürlich sofort Gegenoffensive zu starten. Aber dadurch, dass wir relativ gute Truppen haben, schaffen sie es nicht. Leeuwarden war gut verteidigt durch diesen Hafen. Aber aktuell die Paratruppe mit ganz guten Fortschritten.
Und natürlich würdet ihr normalerweise jetzt zeitgleich eine Offensive an Land ausführen, also quasi Luft und Land in Kombination. Können wir jetzt auch mal machen, natürlich hier zu dem Zweck. Und da hat die Niederlande sogar schon kapituliert, bevor unsere Truppen eigentlich eingreifen mussten. All das mit ein paar Fallschirmjägern. Verluste? Was waren die Verluste? 35 Mann gegen 780 Mann. Ist relativ realistisch, auch wenn es jetzt hier ein bisschen gemogelt ist, aber alles in allem sind die Verluste nicht wirklich groß unterschiedlich. Eine normale Offensive gegen einen Niederlande 1937, 1938 ist deutlich verlustreicher, da die da meistens schon deutlich besser aufgestellt sind und auch Unterstützung der Alliierten bekommen. So, als nächstes schauen wir uns noch die Naval Invasions an. Übrigens ist es praktischer auch, ihr könnt diese Fallschirmjäger auch in Zukunft benutzen, wenn die nicht gestorben sind, und könnt euch auch weitere Truppen rekrutieren. Und könnt ihr dann zum Beispiel auch, wie wir das jetzt danach machen werden, für eine Invasion in Großbritannien nutzen, indem ihr zum Beispiel eine kombinierte See-Land-Attacke ausführt. Dafür braucht ihr, für die Naval Invasion, Achtung, braucht ihr Seeüberlegenheit. Seeüberlegenheit bekommt ihr, ja, indem ihr Schiffe hinschickt. Schiffe habt ihr meistens bereits, als Deutsches Reich zum Beispiel, habt ihr bereits ein paar Schiffe im Lager. Ansonsten natürlich Produktion über Werften, könnt ihr quasi dann Schiffe produzieren, die ihr haben möchtet. Und sorgt dann idealerweise für einen kombinierten Angriff. Das heißt, ihr sorgt dafür, dass ihr über den Ärmelkanal See- und Luftüberlegenheit habt. Das Ganze mache ich zum Beispiel immer so, dass ich anfange zuerst, ich baue mir bei den Flugzeugen, baue ich mir Marinebomber. Diese Marinebomber schicke ich dann über den Ärmelkanal in Unterstützung mit Jägern. Was die dann machen, diese Marinebomber sind enorm effizient dabei, die Flotte der Briten zu zerstören oder generell alliierte Flotten oder feindliche Flotten, nicht nur bei den Briten, auch generell. Haben nämlich enorm gute Werte im Zerstören von Schiffen. Das heißt, die ballern die komplette britische Flotte weg. Das heißt, was ihr machen könnt, ist entweder ihr schickt sofort Marinebomber und Schiffe hin, oder ihr schickt erstmal nur Marinebomber mit Jägern über den Ärmelkanal und sorgt einfach dafür, dass zum Beispiel hier in dem Bereich alle Schiffe zerstört werden. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit anderen Nationen machen, als Spanien zum Beispiel hier oder hier, als Griechenland zum Beispiel hier, als Iran zum Beispiel hier. Als Japan zum Beispiel hier oder hier. Je nachdem, wo ihr eure Naval Invasions ausführen wollt, das müsst ihr vorher gut planen, dass ihr da dann eben die benötigten Flugzeuge und Schiffe dann auch in dem jeweiligen Sektor habt, wo ihr die NI ausführen wollt, also die Naval Invasion. Was ihr dann schon mal machen wollt, ist auf alle Fälle den Seeinvasionsbefehl ausführen. Das macht ihr hier, Linksklick. Wählt euch einen Hafen aus. Wichtig dabei ist, ihr braucht die Forschung im Bereich der Marine und zwar die sogenannte Transportschiffforschung. Die habt ihr am Anfang erforscht, das heißt, ihr habt am Anfang die Möglichkeit, 10 Einheiten in der Naval Invasion zu nutzen. Bei der zweiten Stufe sind es schon 50 und bei der dritten sind es dann sogenannte 150 Mann, die ihr dann zeitgleich nutzen könnt. Das heißt, umso höher die Forschung, desto mehr natürlich, dass dann auch hier später das im Spiel ist. Hier, ne? 1944 ist das die Forschung, aber auf alle Fälle, das müsst ihr erforscht haben, das habt ihr normalerweise immer erforscht. Das solltet ihr so schnell wie möglich erforschen, wenn ihr dann Naval Invasions nutzen wollt. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, also wenn zum Beispiel 10 nur wären, dann wäre es auch egal, weil das Spiel wertet dann automatisch nur 10 aus. Aber wir haben jetzt natürlich ein Maximallimit. So, und dann setzt ihr quasi eure Naval Invasion dorthin, wo ihr sie haben möchtet. Zum Beispiel in dem Fall Dover und eben neben Dover. Der Grund dafür ist, dass die KI meistens die Hafenregion verteidigt und die Region neben den Häfen nicht. Das heißt, ihr greift den Hafen dann bei der Naval Invasion an. Eure Truppen, eure anderen Truppen landen hier und können dann die Offensive im Hafen unterstützen, indem sie außen rumgehen und dann quasi hier angreifen. Dann ist es ein Drei-Fronten-Angriff, dann klappt das auch meistens. Was sich natürlich auch lohnt, erstmal überall Generäle einstellen. Was sich natürlich auch rentiert, ist möglichst viele Naval Invasions zu machen, wenn ihr da die Möglichkeiten, die Truppen und die Ressourcen habt. Wichtig ist, dass ihr natürlich dann im gleichen Sektor bleibt, wenn ihr nämlich in eine andere Seeregion geht. Zum Beispiel, dass ihr die Nordsee, wenn eure Invasion durch die Nordsee laufen würde, dann bräuchtet ihr auch hier Seeüberlegenheit von 70%. Das heißt, ihr müsstet eure Truppen splitten. Das könnt ihr machen, wenn ihr wirklich enorm stark seid, möglichst viel Überlegenheit habt. Aber in dem Fall hier wählen wir jetzt mal nur einen Bereich aus, um die Truppen zu konzentrieren. Grundsätzlich könnt ihr auch mehrere Häfen auswählen, um die Naval Invasion auszuführen. Schau, hier zum Beispiel wird es jetzt durch einen anderen Sektor gehen, deswegen machen wir das jetzt hier nicht. Machen hier nur Plymouth, auch wenn das nicht so schlau ist, aber möchten jetzt natürlich nur einen Naval-Bereich abdecken, weil hier oben würden die dann in den Naval-Bereich der Westansteuerung landen. Das heißt, dann bräuchten wir hier in diesem Riesenbereich Seeüberlegenheit. Das ist sehr schwierig. So, jetzt haben wir das Ganze hier gemacht, alles geplant. Jetzt dauert es dann normalerweise ca. 30 bis 70 Tage, je nachdem wie viele Truppen ihr dahin schickt, um diese Naval-Invasion zu planen. In diesen 30 bis 70 Tagen habt ihr dann quasi Zeit, alles zurechtzulegen. Was wir jetzt hier zum Beispiel machen, ist, wir wählen unseren Flughafen hier wieder aus und dann habt ihr hier einen Radius auch normalerweise, der Radius eurer Transportflugzeuge, der ist normalerweise irgendwo bei
Ich weiß gar nicht, was der normale Radius bei Transportflugzeugen ist. Steht das dabei? Der Radius normalerweise ist 1000 Kilometer. 1000 Kilometer wären etwa, wenn du hier die Flugzeuge stationiert hast, wäre der Radius dann quasi... dann wäre der Radius quasi hier bis hier zu diesem Punkt hier. Bis hierhin etwa. Okay? Und bis zu dem Punkt könntet ihr dann quasi eure Paratrooper nutzen. Das Limit ist dann quasi... Ich weiß gar nicht. Kurz gucken. So, ne, wir könnten rein theoretisch... Okay, hier. So, in den Gebieten, wo ihr keine Paratrooper mehr absetzen könntet, seht ihr dann einfach keine schaffierte Linie mehr. Okay, die ist dann einfach weg. Das ist dann quasi der Bereich, wo ihr nicht mehr landen könnt. Aber Krabbe ist ein alter Cheater für die Tutorials, deswegen hat Krabbe einen XXL-Radius. So, jedenfalls auch hier. Ihr braucht wieder Luftüberlegenheit über den jeweiligen Luftraum. In dem Fall nutzen wir jetzt einfach mal unsere 24 Divisions oder unsere 12 Divisions. Das könnt ihr übrigens auch anders machen. Ihr wählt zuerst die Hälfte aus. Ich möchte zum Beispiel die eine Hälfte in London landen. Einfach so, just for fun. So, was wir jetzt machen, wir wählen nochmal alle aus. Machen nochmal einen Befehl, weil dann habt ihr trotzdem zwei verschiedene Gruppen. Weil die 12, jetzt haben sie es falsch gemacht, ihr Ochsen. Okay, nochmal löschen. So, also normalerweise sollte das so funktionieren, dass wir die Hälfte auswählen. Paratrooper von hier nach dort. So, 12 haben wir ausgewählt. Jetzt tun wir dann nochmal alle auswählen. Wählen nochmal Paratrooper aus. Und dann werden die anderen 12 hierhin geschickt. Einfach, dass wir London haben und einen Hafen. Dann haben wir hier quasi noch einen Punkt, den wir dann hier quasi erobert haben. Was wir jetzt dann machen quasi, ist unsere Flotten alle zuweisen. Dafür können wir die Marine einmal auswählen. Wählen dann hier alle deutschen Flotten aus. Könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt eure Truppen auch gesplittet lassen. Schicken die erstmal alle in einen Hafen. So, kriegen die natürlich noch einen schönen Kommandeur. Gute Karl Dönitz, ein alter Freund von mir. Den könnt ihr auf Patrouille schicken oder ihr schickt ihn zur Flotteninvasionsunterstützung. Das ist allerdings dann etwas tricky, weil die sorgen da nicht für Seeüberlegenheit. Das heißt, was man hier machen könnte, wären zwei Sachen. Ihr teilt die zum Beispiel in zwei. Einmal halbieren. Jetzt habt ihr dann quasi zwei Einsatzgruppen. Die eine Einsatzgruppe könnt ihr quasi patrouillieren lassen. Und die andere könnt ihr dann quasi Flotteninvasion machen lassen. So. Haben wir einmal Flotteninvasionsunterstützung und einmal haben wir Patrouillieren in dieser Region. Damit haben wir zum einen Seeüberlegenheit, zum anderen eine Flotteninvasionsunterstützung, was natürlich die Erfolgschance nochmal etwas erhöht. Was wir dann auch noch machen werden, ist jetzt unsere Flugzeuge. Die schicken wir jetzt quasi hierhin. Was ihr auch noch immer gerne machen könnt, ist, was vor allem bei Naval Invasions auch immer sehr praktisch sein kann, natürlich Jäger für die Luftüberlegenheit, die braucht ihr aber in den Naval Invasions nicht, eben nur wenn ihr Paratrooper nutzt. Was aber immer sehr praktisch ist bei Naval Invasions ist, wenn ihr Luftnahunterstützung mit reinpackt. Die gute Luftnahunterstützung hat nämlich den Vorteil, dass sie eben bei den Feinden nochmal richtig Havoc regnen lässt und dann so richtig dafür sorgt, dass die Boys richtig auf die Schnauze bekommen und eure Invasions erfolgreicher sind. So. Jetzt haben wir Folgendes gemacht, jetzt haben wir hier quasi alle Schiffe zugewiesen. Unsere Schiffchen tuckert hier schon schön gemütlich. Und machen ist dann ein Kriegsziel einmal gegen Großbritannien rechtfertigen. Das geht relativ schnell, weil Krabbe ist ein guter Geist und Adolf Hitler denunziert die britischen Ideale. Das ist ja auch immer was Gutes. Jemand Neues möchte uns beitreten, Venezuela. Das nehmen wir auch nochmal kurz nebenbei an, kann ja nie schaden. So, was wir dann machen, bevor wir Krieg erklären. Paratrooper auswählen, go. Unsere drei Naval Invasions, wenn die dann prepared sind, auch go. So, dass quasi alles vorbereitet ist. Schiffe patrouillieren, Flugzeuge sind alle zugeteilt, haben alle ihre Befehle. Dann gehen wir her, erklären den Briten den Krieg, Verbündete rufen, wenn welche da sind. So, was jetzt passiert ist, wir warten mal ein paar Sekunden, dann sollten wir in der Regel sofort Seeüberlegenheit haben. Das mit der Seeüberlegenheit ist ein bisschen anders übrigens als mit den Flugzeugen. Während die Flugzeuge meistens in der Regel sofort Luftüberlegenheit haben, weil die KI das noch nicht zuweisen kann, ist es in der Marine ein bisschen anders. Hier ist es nämlich so, dass die Schiffe automatisch schon alle meistens drin sind. Die Briten patrouillieren hier auch meistens. Auch die anderen Nationen haben meistens Schiffe in ihren, vor ihren Haustüren, die da ein bisschen kehren. Deswegen, da solltet ihr dann, wie gesagt, alle schon vorher vorbereiten. Diese vorherige Start ist halt nur für Paratrooper praktisch. Naval Invasions brauchen ein bisschen mehr Zeit, das heißt Krieg erklären mit Naval Bombern, Marine Bombern quasi dafür sorgen, dass die Schiffe alle weggeballert sind und dann mit der eigenen Flotte reingehen und das Ganze besetzen. Das ist relativ selten, dass man sofort die Seeüberlegenheit hat. Hier zum Beispiel mal sofort 15.756 feindliche Flottenstärke. Wir haben jetzt 37.000. Das ist aber nicht der Standard. Normalerweise seid ihr deutlich schwächer als Großbritannien zum Beispiel. So, aber hier in dem Fall, wenn ihr dann die Seeüberlegenheit habt und die Luftüberlegenheit, dann seht ihr Folgendes, Seeüberlegenheit langt, unsere Boys werden hier ausgesendet, unsere Flugzeuge fliegen ebenfalls jetzt, haben natürlich dann auch die Luftüberlegenheit in den jeweiligen Gebieten.
haben auch direkt London erobert, da die Briten natürlich nicht damit rechnen konnten, dass hier direkt unsere Invasion kommt. Übrigens, die Franzosen sind den Alliierten beigetreten, das ist ein Problem, weil sonst endet das Tutorial hier gleich mit einer Niederlage. Da machen wir bitte ein paar Truppen schnell. So, auf alle Fälle Naval Invasions laufen. Wir haben da hier mit den Paratroopern quasi die jeweiligen Gebiete noch extra erobert. Kann natürlich sein, dass es dann später im Verlauf des Spiels ein bisschen mehr Gegenwehr hier gibt. Wobei Britannien meistens im Base-Spiel eher die Nation ist, die da relativ schnell auch die Truppen alle irgendwo anders hinschickt und deswegen die Insel meistens unbewacht ist. Hier zum Beispiel haben wir die Naval Invasion. Sehen jetzt hier, okay, unsere Luftunterstützung ist mit dabei, unterstützt das Ganze, die Flotte unterstützt das Ganze auch noch mit. Es gibt übrigens auch noch spezielle Truppen für Naval Invasions. Das sind die sogenannten Marinesoldaten. Die findet ihr auch bei den Spezialeinheiten. Die sind eben besonders effizient für Naval Invasions. Was ihr außerdem noch machen könnt, ist die amphibischen Schwimmpanzer und Tauchpanzer mit rein. Die erhöhen eure Naval Invasion Effizienz nochmal deutlich. Das heißt, was ihr hier in so einem Fall machen könntet, Division Designer, Leere erstellen, packt dann hier quasi bei Infanteriebataillonen die Marine, Marineinfanterie rein. Kurz hier mal ordentlich machen das Ganze, so Marineinfanterie rein. Könnt dann natürlich hier rein theoretisch dann auch bei den gepanzerten Bataillonen die Schwimmpanzer, hier amphibische Panzerbataillonen reinballern. Bei Unterstützung natürlich dann das gleiche wie bei den anderen, wobei die natürlich nicht unbedingt darauf angewiesen sind, dass man da Logistikkompanie bekommt, außer ihr werdet oder möchtet irgendwo landen, wo quasi keine Häfen sind. Aber das wäre dann quasi so die Möglichkeit für spezielle Naval Invasions, natürlich auch ein bisschen teurer das Ganze. Und da muss man auch dazu sagen, so ein amphibisches Panzerbataillon und so ein paar Marines kosten ein bisschen mehr als Standardinfanterie. Aber ich persönlich nutze zum Beispiel immer meistens Infanterie, das ist deutlich simpel. Und deutlich einfacher. Aber wenn ihr da wirklich min-maxen wollt und Naval Invasions bestmöglich planen wollt, könnt ihr das natürlich hier auch machen. So, wir sehen jetzt hier, die Invasions waren alle erfolgreich. Kann natürlich sein, dass da manche zurückgeschlagen werden. Dann ziehen eure Truppen sich zurück und können dann neu geschickt werden. Dann sieht das Ganze dann etwa so aus wie vor einer Naval Invasion. Der einzige Unterschied ist, ihr habt keine Preparation-Zeit mehr und könnt dann einfach die Naval Invasions wieder ausführen. Unsere Brückenköpfe können wir dann hier quasi jetzt in dem Fall nutzen, um weiter vorzurücken. Unsere Offensive in Plymouth ist ebenfalls erfolgreich gewesen. Was ihr dann auch machen könnt, ist durch das Erobern der Flughäfen könntet ihr dann eure Flugzeuge umschicken, dass ihr quasi die direkt hier hinschickt auf die Insel, dass sie eine bessere Reichweite haben und könnt dann quasi von hier aus eure Truppen stationieren, um mit den Naval Invasions, beziehungsweise mit den Offensiven hier weitermachen und dann quasi dafür sorgen, dass Großbritannien überlaufen wird und aus dem Krieg rausfällt. Ja, das war das Ganze zu den Naval Invasions, zu den Luft Invasions. Hoffe, ich habe euch das alles gut erklären können. Und ich glaube, nächste Folge geht es dann um die Armeezusammenstellung oder Armee generell, generelle Generalsfertigkeiten, Generaltrades. Das schauen wir uns dann nächste Folge an. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch allen fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch geholfen, hat euch gefallen. Fragen gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.